Hallo und herzlich willkommen, Mahlzeit Leute, hier ist der Pink Panther und bei mir hat es heute geklingelt und zwar richtig. Ich habe lange drauf gewartet und zwar seit letztes Jahr, August, nee, seit der IFA, also das war glaube ich im Juli glaube ich war die IFA letztes Jahr und da habe ich das erste Mal XMG kennengelernt, also auch persönlich die Leute, die dahinter stecken. Und da war auf der IFA von der ESL, also von der Liga, war da irgendwie ein Finale oder irgendwas wurde da halt ausgespielt und die hatten einen Stand da, also XMG, haben einige Laptops vorgestellt und haben mir dann auch ein Interview gegeben und haben ein bisschen erklärt, so den schnellsten Laptop der Welt haben die da stehen gehabt und so weiter. Und das fand ich sehr interessant, hab wie gesagt ein Video davon gedreht. Ist immer noch auf dem Kanal, könnt ihr gerne mal nachschauen. Ja, und da habe ich mit denen schon gesprochen und habe gesagt, Mensch, ich interessiere mich dafür, habt ihr nicht Lust, irgendwie was zusammen zu machen und so. Und jetzt ist es endlich soweit. Ja, XMG ist ein Werbepartner oder Sponsor von mir. Total geile Sache. Denn ich finde das so ein bisschen als Ritterschlag, wenn man als YouTuber mit XMG zusammenarbeiten darf. Denn die machen wirklich sehr, sehr gute Laptops. Denn zum Beispiel die ESL wird ausgestattet von denen und deshalb müssen das ja richtig Burner-Teile sein. So, dann habe ich mit dem Chris, heißt der, gesprochen und habe gesagt, wäre natürlich richtig nice, wenn ich dann auch so ein Burner-Teil bekommen würde. Damit ich das mal vorstellen kann und so weiter. Und ich kann es nicht mehr aushalten. Hier ist er! Hier ist er! Das Burner-Teil. Das möchte ich euch jetzt mal ein bisschen näher vorstellen, aber nicht großartig im Detail, sondern in dem Sinne ist es ja erstmal nur ein Unboxing. Schöne Grüße an Richthofen, der hat nämlich dieses zum Unboxing öffnenden Messer für Kartons geschickt. Und damit werde ich dieses wunderschöne Teil jetzt vorsichtig aufschlitzen. Immer schön das Messer vom Körper weg. Das wisst ihr ja. Nicht, dass ihr euch da wehtut. So. Dann machen wir mal das Messer wieder in das Leder-Etui. Kleiner Scherz am Rande. Muss mir auch mal gegönnt sein. Nicht? So. Das brauchen wir nicht mehr. Und jetzt Achtung. Kommt das Ding aus dem Karton raus. Oh, ich muss. Oh, hat es aber in sich. Ja. Kommt der Panther in Spitzen. Da ist das gute Stück. Et voilà. So sieht der Karton aus. Das Ganze ist ja eine Zusammenarbeit mit Schenker. Schenker Notebook. Ja, so sieht der Karton aus. Öffnen wir diesenjenigen. So, jetzt muss ich das aber wieder runterstellen. Sonst habe ich Angst, dass da irgendwie was passiert. Jetzt ziehen wir vorsichtig das gute Stück heraus. Hier ist es. Schön eingepackt. Nehmen vorsichtig die weißen ab. So. Und dann entfernen wir die Schutzfolie und jetzt sieht das Ganze so aus und auch hier ist noch mal eine Schutzfolie drauf, die entfernen wir auch mal vorsichtig. Ich glaube, ich stelle den mal besser hin. Aha. Das klebt. Es klebt. Es kann kleben. Okay. So einfach ist das nicht. Deswegen nehmen wir eine Schere zum Schneiden dazu. So. Nun haben wir dieses ohne Kleberückstände
auch entfernt, auch eine Schutzfolie. Und auch diesjenige welche entfernen wir vorsichtig. Nämlich auch nochmal so eine Schutzfolie. So. Und jetzt haben wir das gute Stück vor uns stehen. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Ich werde das nachher nochmal mit der Kamera nochmal so ein bisschen abfilmen, damit ihr nochmal einen besseren Einblick habt. Coole Geschichte, würde ich mal so behaupten. Hier oben ist noch so ein Bäbelchen für die Kamera. Auch nochmal so ein kleines Ämpfchen. So, und hier haben wir jetzt Bedienungsanleitung und natürlich die Installations-CD. Dann haben wir hier den Akku. Den bauen wir jetzt mal ein. So denn. Aha. So, dann machen wir den nochmal zu. Stellen den nochmal hier auf. Damit wir das gute Stück mal hier einsetzen können. Nein, das geht andersrum. So, Akku ist drinne. Hier haben wir das Netzgerät. Das ist ein ganz schöner Apparillo. Und das Netzkabel. Was im besten Falle zu dem Netzgerät führen sollte. Wir machen mal hier das gedrätelt auf. Natürlich habe ich hier was vorbereitet. Das nennt sich Verlängerungsschnur. Und jetzt öffnen wir diesesjenige welche, was dann in den PC geführt wird. So, den Karton brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Den auch nicht. Dann stellen wir das dahinter und stöpseln das gute Stück mal ein. So. Irgendwie will der nicht. Also rum. So. Nun ist er eingestöpselt und wie man sieht, Lämpchen leuchtet und wir klappen das gute Stück mal auf und starten ihn. Ja, wunderschön. So, dann habe ich dafür auch noch ein Internetkabel vorbereitet, was ich hier an dieser Seite einstecke. Schnabbidi-Böll. So, ist eingesteckt. Der fährt jetzt hoch. Und währenddessen warten wir. Und ich möchte euch mal so ein bisschen erzählen, was das gute Stück so alles intus hat. Ja? Da fangen wir mal an. Und zwar ist das der XMG P723 Pro. Wiegt 31,5 Kilo. Also kein Leichtgewicht. Oh, ich kann hier auswählen. Deutsch, bitteschön. Und weiter. Und jetzt müsste ich einen Produktkey eingeben. Aber ich will euch mal weiter vorlesen. Der hat ein BBP370SMFHDNG. Intel Core i7 4900MQ. Also das ist ein i7. Der hat ordentlich Bums.
Dann hat der die Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 780M SLI. Das liest sich wie ein Mercedes-Sportwagen, würde ich mal so behaupten. Und das M bedeutet natürlich für mobil, für Laptops. Das Ganze ist ein bisschen anders da aufgebaut als wie für einen normalen PC. Das ist schon eine richtig heftige Grafikkarte. Das wäre ja so schon nicht schlecht. Aber wir wollen es ja extrem hammertechnisch haben. Und deswegen hat der zwei davon drin. Das heißt, der hat zwei NVIDIA GeForce GTX 780M SLI Mercedes. Nein, mein Scherz. Dann hat er zweimal auch 8 GB Crucial, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, Crucial SO DIMM DDR3 1600. Dann hat er eine SSD Samsung 840 SATA 3 Festplatte und zwar 120 GB und eine 750 GB Seagate 7200 SATA 2. Jo. Dann hat er einen ganz normalen Brenner drin, Intel Centrio Wireless hat er und er hat Windows 8 und Windows 8 soll ja für Laptops schon mal gar nicht so schlecht sein und zum anderen soll auch sich die Oberfläche nochmal verändern, irgendwie da kommt irgendwie ein Update oder es ist ein Update und ich schalte gleich nochmal zu, wenn ich den Produktkey eingegeben habe. Ja. Ihr merkt es, es ist schon dunkler draußen geworden. Ich habe ein bisschen länger gebraucht, um das gute Stück so für mich einzustellen. Aber ich bin immer noch nicht am Ende. Ich bekomme irgendwie meinen Google Browser nicht übertragen, so dass ich mir die ganzen Favoriten und den ganzen Kram nicht nochmal extra einstellen muss. Also das muss ich erstmal rausfinden oder dementsprechend dann mir Hilfe von meinem Clan holen. Ja, und Windows 8 ist einfach auch ein bisschen ja, gewöhnungsbedürftig. Ich weiß nicht, ob ich das drauf lasse. Ich schätze mal, ich werde es mit Windows 7 tauschen, weil ich einfach mit Windows 7 viel, viel besser klarkomme. Ich brauche den ganzen Pladderadatsch nicht. Aber, wie ihr seht, ich habe es schon geschafft und hab unser Wappen draufgepackt und hier im Hintergrund seht ihr ja von XMG das. Von daher erstmal vielen, vielen Dank an XMG, dass die erstmal das Vertrauen in mich setzen und mir so ein Ding zuschicken. Und den werdet ihr jetzt noch öfters sehen, den Laptop. Gerade wenn ich unterwegs bin, auf der Gamescom und so weiter, wird er mir sehr, sehr hilfreich sein. Ja, cooles Geschoss, echt Hammer. Und wenn ihr euch dafür interessiert, für die Laptops von XMG, weil da gibt es natürlich auch viel günstigere, also der kostet jetzt mal über 3000 Euro, und, aber da gibt es wesentlich günstigere. Ich habe natürlich jetzt auch so ein Ding, weil ich einfach den Porsche oder den Mercedes unter den Laptops haben wollte, das ist Punkt 1, aber ich kann das Ding tatsächlich auch verwenden, für die Videoproduktion, wenn ich halt nicht zu Hause bin, dann kann ich das hiermit machen. Und das war mir einfach ganz, ganz wichtig. Zum Zocken oder sowas braucht man natürlich nicht so ein Hyperteil. Aber wie gesagt, unten in der Videobeschreibung findet ihr natürlich den Link zu XMG und da könnt ihr euch gerne mal umschauen, wenn ihr Interesse daran habt. Von daher, vielen Dank fürs Zuschauen, haut's drin, bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski, euer Pink Panther.